Gute meine Freunde, willkommen zum neuen WWE Supercard Guide bei mir auf dem Kanal Mr. Angezockt. Ich bin Sascha, schön, dass du eingeschaltet hast und heute geht es um Codebreaker, mein liebstes Ladder Event. Ihr wisst, ich liebe es im Stream, die Codes zu knacken und ja, macht das auch in meinem Kopf. Viele von euch schreiben ja, nutzt doch den Mastermind Solver und ich kenne das Tool, das ist ja eine externe Webseite, die euch Vorschläge gibt. Aber das mag ich einfach nicht. Das ist mir zu unkomfortabel und bis ich da was eingefüllt habe, habe ich den Code ganz oft schon im Kopf geknackt und muss sagen, nee, das macht mir keinen Spaß, dann denke ich lieber selber nach. Jetzt kam aber letzte Woche einer ins Stream und hat gesagt, ja, aber es gibt noch ein neues geiles Tool und genau das möchte ich euch mal zeigen, weil das basiert schon auf die Logik von dem Mastermind Solver, aber hat ein vernünftiges Overlay und da ist man dann auch ganz schnell mit klicken. Darum geht es dann doch schneller voran. Im Stream werde ich trotzdem meine Codes im Kopf knacken, aber so nebenbei, wenn ich irgendwie Videos schneide oder so, finde ich das Tool ganz nice. Ich habe es gestern jetzt mal einen ganzen Tag getestet und denke, ich zeige es euch einfach mal. Hier blenden wir es erstmal ein. Erstmal Props gehen raus an die Leute, wo Props gehören. Hier hat er es auch schön auf seiner Webseite geschrieben. Der Marco Rapaccini, der, also sorry, wenn ich die Namen alle falsch ausspreche, aber ja, der Marco Rapaccini, der hat den Artikel geschrieben zu dem Mastermind Solver, also zum Mastermind. Mastermind ist ja ein Spiel mit vier Farben, wo man einen Code knacken muss und das ist halt dieselbe Logik vom Codebreaker und der hat die Logik quasi erarbeitet. Dann hat der gute Nebopukins sich den Mastermind Solver ausgedacht und Nebopukins, klasse Tool, nur halt grafisch und bedientechnisch nicht so geil. Und das hat sich jetzt der Lel Atze, ich hoffe, ich sag's richtig, wenn nicht, trotzdem sorry, hat sich der Lel Atze gedacht, nee, das Tool ist wirklich nicht so geil und hat da einfach eine schöne grafische Seite drüber gelegt. Link findet ihr bei mir dann unten drunter im Videotext, aber jetzt gehen wir erstmal rein. So, wir machen unseren Codebreaker an, drücken hier auf Start. Das ist eine externe Website, die greift nicht ins Spiel ein oder so, darum ist die auch auf jeden Fall erlaubt, sondern die gibt euch jetzt einfach einen random Vorschlag und wenn ihr nochmal Start drückt, kommt irgendein anderer random Vorschlag und dann zieht ihr das so rein. 3 und 1, so. Und dann zeigt er euch ja an, eins richtig, dann klickt ihr einfach hier oben drauf und sagt nächste. Hier könnt ihr jetzt ein paar Mal im Spiel klicken, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Und dann gibt er euch einen zweiten Vorschlag. Und egal wie random man meint, die Vorschläge sind, ihr seht's, eins richtig, er hat jetzt einfach angenommen, dass der rechte, hier der Rechtspfeil ganz, der Linkspfeil ganz rechts einfach mal bleibt. Und Pfeil, Pfeil und Pfeil nach unten und gibt uns unseren nächsten Vorschlag. Ein Klick, Next. Kann man wieder im Spiel ein paar Klicks machen, dass es schneller vorangeht. Und dann legen wir den dritten Vorschlag rein. So, sagt Rechtspfeil nach oben. Nach unten, nach unten und sagt jetzt eins richtig und jetzt in dem Moment denkt man, was, das Tool soll mir helfen, aber jetzt sind wir von eins richtig nach eins richtig, eins falsch zu wieder eins richtig, das kann doch nicht sein und jetzt machen wir hier den nächsten rein und ihr werdet sehen, das Ding knackt die Codes. Es ist ganz, ganz selten, wo er die Codes erst in der fünften Runde knackt. Das kommt auch halt mal vor, aber das ist halt ganz selten. So, wir probieren es jetzt und sagen links, links, links. Ihr müsst nur noch gucken, dass ihr dann halt immer trainiert seid. Und unten. Und wir klicken schnell durch. Knackt, der Code ist geknackt. Er macht das jetzt einfach mit Annäherung. Also er hat hier, weiß, dass hier oben eins richtig ist, hat dann gemerkt, oh, kein Pfeil nach oben dabei. Und so hat er sich dann halt hier angetastet. Und das ist halt total nice und geht wirklich schnell. Das muss man schon sagen. Wir probieren einfach gleich nochmal eine nächste Runde. So. Ich bin bei Arena 118, also das heißt, es könnte irgendwas Vernünftiges im Pack sein. Aber ist es natürlich nicht. Noch gar nichts in den Packs gehabt. Aber hier will ich nochmal ganz klar betonen, das ist ein Tool, das greift nicht ins Spiel ein, das ist eine externe Webseite,
die auch nicht mit dem Spiel kommuniziert. Ihr macht quasi jetzt einfach hier Reset und dann schlägt er euch wieder einen anderen random Startwert vor. Ihr könnt jetzt noch 50 mal Reset klicken und den Startwert machen. Ich habe nämlich vorhin versehentlich eine falsche Pfeilrichtung reingezogen auf bei der ersten Runde. Da habe ich 5 mal Reset gedrückt, bis dann ein Vorschlag kam, der gepasst hat, dass ich es nur noch zurechtschieben musste und konnte dann weiterspielen. Und darum, es kommuniziert nicht mit dem Spiel, es rechnet einfach nur halt die Logik aus. Jetzt haben wir eins falsch, dann macht ihr aufs Rote, geht auf Next, klickt wieder ein paar Mal im Spiel, dass es schneller geht, die Kämpfer, und gebt dann den zweiten Code ein. Und das muss ich wirklich sagen, ist deutlich komfortabler wie der Mastermind Solver. Und die Seite hat noch ein kleines, nettes Feature, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt machen wir erstmal, jetzt knacken wir erstmal den Code. Und tatsächlich manchmal, also wenn 4 Pfeilrichtungen auf einmal kommen, also angenommen, es kommt 4-mal Linkspfeil. So nach meiner Logik, wie ich das mache, habe ich den in der ersten Runde direkt geknackt. Das schafft der Mastermind Solver nicht. Der knackt den meist in der vierten Runde. Aber gerade sowas, wenn irgendwie häufig Zahlen, also wenn 4-mal eine Richtung ist oder alle 4 Pfeilrichtungen verschieden, dann braucht der auch mal noch einen zweiten Run. Aber da würde ich sagen, pro 50 Spiele braucht er halt den zweiten Run. So, 1, 1. Wir gehen auf Next. Ziehen das rein, das rein, das rein. Wir haben genug Energie. So, jetzt hat er schon mal 1 und 3. Und das halt mit den Pfeilen. Es ist optisch gut, es ist schnell. Man muss nur klicken und nichts eingeben. Darum, ich muss sagen, die Seite hat mich tatsächlich überzeugt. Ich mag es wirklich, Codes selbst zu knacken. Da stehe ich total drauf. Und ich werde das mit Sicherheit auch im Stream nicht nutzen, das Tool. Einfach, wie gesagt, weil ich es mag, Codes zu knacken. Habe ich was falsch eingegeben oder er hat jetzt tatsächlich den Code falsch angegeben? Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass das jetzt im Video rankommt, weil jetzt sagt ihr ja, was muss ich machen, weil nächste Runde, wie viel ist denn jetzt hier falsch und wie viel ist jetzt hier richtig? Ihr sagt dann einfach Next und ihr seht ja, 1 ist richtig und 3 sind dann wieder falsch. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch eine Runde Codebreaker spielen, aber da haben wir natürlich direkt dann hiermit die Lösung. Also auch hier hat er eine Runde mehr gebraucht. Aber das kann ich versprechen, das kommt eigentlich nur gefühlt jede 50. Runde mal vor. Das ist jede 30. Runde sein. Ich will jetzt hier nicht übertreiben. Aber das ist halt einfach ein mathematisches Ding, wie der sich hier annähert an die Pfeile. Und so, jetzt legen wir es rein. Und ich bin mir relativ sicher, dass er jetzt den Code geknackt hat. Genau, 4 richtige. Was ich nochmal machen kann, ich kann euch nochmal zeigen, hier Reset. Und dann drücke ich Next und drücke nochmal Next. Und wenn ihr falsche Sachen eingebt, das kann, liegt ganz häufig auch an euch, dass ihr falsch klickt. Und dann sagt er hier, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und gebt doch mal die Zahlen ordentlich ein, dann kriegst du auch den richtigen Wert. So, wir knacken schnell den Code. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Belohnung drauf. Dann zeige ich euch noch ein nettes Feature von der Seite. Also hier merkt man, der Lel, wie auch immer der Kollege hieß, der Atze, der ist ein Supercard-Spieler, weil neben dem, dass er hier das Codebreaker-Tool, die Optik gearbeitet hat, hat er auch noch ein COC-Tool gemacht, wo man einfach dann die Karten weg-Xen kann. Und der Junge hat Ahnung, das gefällt mir. Mal gucken, was der noch macht. Und auch das ist natürlich ein Tool, was wieder erlaubt ist, weil es nicht in die Webseite eingreift. Hier kann man dann einfach die Klicks machen, welche Karten man schon aufgedeckt hat und hat so schnell seinen Überblick. Ich arbeite da immer mit Screenshots und auch das hat der coole Atze gelöst, dass wir hier ein nettes Tool auf der Seite haben. Ich lege es euch, wie gesagt, unter dem Video in einen Link. Wenn ihr irgendwelches Feedback dazu habt, dann haut rein. Und jetzt sind meine Verbesserungen voll. Das heißt, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Und wenn wir uns beim nächsten Video und beim nächsten Stream wiedersehen, haut rein. Bis dahin.